Moin, moin. Hallo. Senores, in 5 Minuten sollen wir im Haus sein. Okay, hat er dir die Postleitzahl geschickt? Ich weiß ja, wo mein Haus war, ne? So, was ist das denn für ein Schlammerzug, Junge? Wie traust du dich denn an die Öffentlichkeit? Ja, guck dir mal dein T-Shirt an. Was du ja, ich arbeite hier. Hab's schon mal gehört davon. Ja, aber, du redest nur mit alten Leuten, aber du alleine schon den Namen da oben auf der Latte. Das ist ja auch schon so. Da machst du ja Werbung, du. Das stimmt. Ja. Außerdem, das ist kein... Was hast du gesagt? Was ist das für ein Mantel, den ich habe? Ach so, das ist ein alter Mann. Ich hab gedacht, eine blonde Frau. So sprichst du mit Frauen, du. Du bist aber ein ganz schön Harakiri-Typ, ne? Das ist so. Oh Gott, da hätte ich ja Angst als Frau vor dir. Hast du auch so dicke Hände und dann würdest du sie auch mit so Händen anfassen, mit so dicken Händen? Das kann wohl sein, wenn die Frau das will. Oh, pfui. Ja, Andi, wie machen wir denn das jetzt? Ist es dein Kollege, sag mal? Wer? Der Herr da neben dir. Nein. Weil der doch das Gulasch-Ding da auf der Brust hat. Das ist Praktikanten-T-Shirt. Ganz genau. Ach so. Na gut. Ja, Andi, wollen wir da mal hinzotteln, du? Oder was hast ja, du ja, so? Ja, klar, natürlich. Es tut mir leid, dass ich hier angefahren habe, aber okay. Du, so bist du eben. Das macht doch gar nichts, mein Lieber. Ganz genau. Na, also alles gut, du. Also ich bin ganz hart im Leben, du. Okay. Ne? Das freut mich. Ja, ich sag dir einen wunderschönen Tag noch. Ja, wünsche ich dir auch. Und bis alles Gute nach. Ganz genau. Wunderbar. Na, Liederlande. Bisschen Käkje, Sanfkäkje, so geht aber. So ist es, so ist es. Hier, grabst du in meinen Tasche, da ist ein Hanfkäkje für dich. So, ja. Ja, ja. Opa, für Opa sag ich immer was dabei. Oh, lecker, mein Lieber. Besser als Penicillin, weißt du? Ja, ist richtig. Und ja, Viagra, ne? Ganz genau. Ja, gut, okay. Also, schnapp dir mal. Ich muss noch mal zu Andi rüber. Danke, tschüss erstmal. Hast du jemand Zeit, mein Auto auszufahren? Ich bin Praktikant, ich kann Leute gar nichts. So, Johnchen, fahren wir? Ja, mit dem Motorrad. Oder ich wollte eigentlich mit dir dahin fliegen. Nee, wir können mit meinem Auto fahren, wenn du willst. Immer schneller dort. Ja, gut. Ja, dann lass uns. Gerne sogar. Okay, alles klar. Ich steig doch mal so ein. Tschüss. Gar nicht, nichts sonst. Was denn? Ja. So. Machen wir mal die Postleitzahl durch. 3013. 3013. Du, dann zeig mir, wo deine Spuren sind im Auto. Ja, warte mal ganz kurz, ich habe hier gerade ein bisschen Probleme hier wieder mit dem Start hier. Ich weiß. Ach du Scheiße. Warum. Und dann fahre ich mit dir mit. Nee, ich kann... markier mal du im Navi bitte. Ja, mach ich. Ich weiß ja ungefähr, wo das ist. Das ist ja dabei Sandy Shores da oben, ne? Ja, alte Sandy Shore, genau. Du beim... So habe ich. Ja, wunderbar. Da oben, auf der Ecke. So, wer war das denn gerade? War das ein Praktikant von euch? Der wollte heute Mittag ein Praktikum machen, also ich habe aber zu ihm gesagt, ich habe keine Zeit. Und mit so einem Holländer und so alles, da drehst du doch durch. Ja, aber die Praktikanten kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Ja, leider. Naja, er hat sich bei mir nochmal entschuldigt, da brauchst du doch gar nicht, wir sind doch alle so. Ach ja, du Scheiße. Wir? Deswegen habe ich jetzt eben auch gesagt, nee, nicht wir. Deswegen habe ich auch zu ihm gesagt, so wie er mit alten Leuten redet, das ist ja mal was los, also das geht ja mal gar nicht. Ihr müsst euch mal vorstellen, der würde so als Praktikant sein bei euch. Oh. Ja, ganz genau, deswegen, also ich brauche sowas nicht, du. Ich sag dir ganz... Hallo Leute, also... Wer mich noch ein bisschen weiter irgendwie sehen möchte, wie es hier in meiner neuen Stadt so weitergeht, der soll am Ball bleiben. Und ich würde mich freuen darüber, wenn ich hier in dieser Kulisse, in dieser tollen Kulisse, noch ein bisschen bleiben darf. Also, macht mal ab und zu so einen Klick. Oder wie heißt das? Ich werde mal Follower. Würde ich mich sehr darüber freuen. Also, euer Johnchen Dia, ne? Und mal gucken, wie es weitergeht mit mir. Ciao, Leute. Alles Gute, ne?